Was ist eigentlich die Mission von Spreadmind? Grüß Gott zu einem neuen Vlog. Das reimt sich fast. Ich bin gerade daran, die Videoserie, die wir rausgebracht haben, um unsere Online-Business-Class zu launchen, die so umzustellen, dass sie als Evergreen-Funnel benutzt werden kann. Jetzt höre ich schon die Aufschreie, Evergreen-Funnel, ich verstehe kein Wort, alles auf Englisch. Also das Ganze ist so, ich zeige es mal kurz am besten am Computer. Wir haben ja zum Launch der Online-Business-Class eine Videoserie rausgebracht, die einfach diese Markteinführung als Event so ein bisschen gestaltet mit mehreren Folgen einer Serie und dann auch das Produkt erklären. Und nach dem Launch der Online-Business-Class war dann jedes dieser Videos hier direkt anzusehen. Und jetzt möchten wir das aber eben so machen, dass diese Videoserie auch weiterhin immer dazu genutzt werden kann, um unsere Online-Business-Class zu bewerben. Denn die Online-Business-Class ist ein Produkt, das wir eben nicht nur einmalig anbieten, sondern dauerhaft. Das nennt man im Online-Marketing auch als Evergreen, also es ist ein Produkt, das ständig laufen kann. Und so müssen wir jetzt auch die Videoserie gestalten, dass die unsere Online-Business-Class dauerhaft bewerben kann. Und deswegen nennt man das Evergreen, also es ist sozusagen ein Evergreen-Funnel zur Bewerbung unserer Online-Business-Class. Und worauf kommt es da an? Wichtig ist, das erste Video, das sollte alle Leute, alle Besucher schon mal abholen. Und wenn dann ein Interesse besteht an dem zweiten Video, dann ist es wichtig, dass wir die Person leiten über unser E-Mail-Marketing. Also wir möchten ja unsere Kundenakquise automatisieren und das geht am besten, indem wir die Leute erstmal dazu kriegen, dass sie sich bei uns in den E-Mail-Verteiler eintragen und dann können wir sie eben über E-Mail-Marketing und eben über unseren Evergreen-Funnel durch die Videoserie durchleiten bis zum Verkauf dann unserer Online-Business-Class. Das Wichtigste war jetzt eben das Ganze so umzustellen, dass man die Videos nicht einfach so frei anschauen kann, sondern dass wenn man eben sich die ganze Serie anschauen möchte, dass man sich dann eintragen muss. Weil dann haben wir die Möglichkeit, die Leute durch unseren Vermarktungsfunnel durchzuleiten. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht zu kompliziert angehört oder du hast es verstanden und konntest da ein bisschen was für dich mitnehmen. Immer schön den Vlog von letzter Woche schneiden. Das ist natürlich auch eine Arbeit, die zu tun ist. Wie du vielleicht weißt, bauen wir demnächst unsere Webseite um. Dazu habe ich ja noch ein Video gemacht. Wenn du das noch nicht gesehen hast, kannst du es hier oben irgendwo blende ich es ein. Und zwar ging es ja darum, dass wir unsere Webseite strategisch auf unsere Produkte hin anpassen. Und dazu ist es am wichtigsten, mit welchem Satz, mit welcher Headline wir unsere Zielgruppe abholen. Und dazu müssen wir jetzt etwas brainstormen. Mit der Anke gemeinsam werde ich das jetzt tun. Also zielst du jetzt auf die Online-Business-Class ab oder auf Spreadmind Automatic? Spreadmind allgemein. Spreadmind allgemein. Wenn die auf spreadmind.de geht, dann will ich es ja so machen, dass oben unser Expertebereich ist, also unsere Expertise, das wäre der Satz. Ja. Yeah. Also Satz plus so eine Subheadline wahrscheinlich. Und drunter dann so von wegen, wie machen wir das? In yeah. Form von entweder ein Wissen. Performer, ja, genau. Yeah. Ja. Genau. Yeah. In Form von Wissen oder eben in Form von Technik. Im Prinzip ist ja, also eigentlich ist das unsere, was ist eigentlich die Mission von Spreadmind? Die Vision ist ja dieses langfristige Ziel irgendwo. Ja. Und die Mission ist das, was du machst. Ja, um dahin zu kommen. Genau. Und eigentlich, wenn man sagt, bis 2030 helfen wir, blablabla, das ist eigentlich die Vision, aber das, was wir bisher gerade immer so benutzen, was wir machen, ist eigentlich die Mission. Lass mal schön bitte vor, was du hattest. Wir helfen Experten, ihr Fachwissen in ein profitables Online-Business umzuwandeln. Und da muss ich jetzt mal gucken, da hat einer
was geschrieben, was ich eigentlich gut verstehe, nachvollziehen konnte, ich muss nur finden. Eigentlich ganz weit unter Reinhard Lössl. Als Vorschlag, unsere Vision, oder das wäre eigentlich unsere Mission, ist es, bis 2030 mit einer webbasierten Software 3 Millionen Lehrer, Coaches, Trainer in die Lage zu versetzen, ihr Wissen mit Hilfe von Online-Kursen unabhängig von Ort und Zeit zum Wohle anderer Menschen weltweit anbieten und verbreiten zu können. Das hat er geschrieben. Ja. Ja, das trifft es eigentlich. Es ist halt jetzt nur so. Ja, ja, klar, das ist halt extrem so, ausführlich. So extrem. Aber ich finde es eigentlich gut. Damit erschlägst du ja einen erstmal komplett. Das ist gut für so eine, wie so für eine Subnet-Headline oder sowas, als Erklärung. Aber ich finde das als unser Expertentext oder diese Hauptheadline, wir helfen Experten, ihr Fachwissen in ein profitables Online-Business umzuwandeln, trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Und im zweiten Schritt erfährt man dann eben, wie das geht, also mit einer webbasierten Anwendung oder einem System und über einem Training. Also diese zwei Möglichkeiten eigentlich, die wir anbieten. Jetzt nehme ich mal den seinen Absatz und füge ihn mal drunter. Was man dabei ihm rausmachen könnte, ist ja das mit. Jetzt habe ich also über den Satz. Ja. Und unter seinen Satz. Ja. Was man rausmachen könnte, ist das 2030. Ich sage mal, durch unsere webbasierte Software bieten wir Autoren, Speakern und Trainern eine ganzheitliche Lösung. Mhm. Ihr Wissen. Oh. Ja, genau. In Form von digitalen Infoprodukten. Und dann eben dieses weltweit. Ah, ja, genau. Infoprodukten. Weltweit und unabhängig von Ort und Zeit zum Wohle anderer Menschen weltweit anbieten und verbreiten zu können. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Wird vielleicht ein bisschen lang, aber.